mal ausgenutzt zu haben. Oh, das hier. Mhm. Für Erwachsene spielen. Gut, alles klar, das wissen wir ja schon. Ihr kann ich nicht mehr helfen. Hier ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, wenn hier ein Verfassungsgericht liege. Ja. Da kommt Paradise Beach. So, und rein. Ja. Yeah. Zack. Nach Paradise Beach. Guten Morgen, ich bin Administrator von Paradise Beach. Ich möchte einen Scan deiner Anmeldedaten durchführen. Ja, klar. Alles andere bringt nichts. Das habe ich ja schon gesehen. Das kann ich ja schon mal sagen. Fertig. Deine Lizenz für das Gastkonto von Dr. Haggis wurde bestätigt. Viel Spaß beim Spielen. Fredo im Spiel? Nein. Helges Konto? Okay, nee, Fredos. Viel früher, ja, genau, gut. Helges wollte nicht aufsehen. Ich kann Ihnen zeigen, was ich mir im Hohlfeind angeschaut haben. Ja. Ja, ja. Timmy hatte mich in die Irre geführt. Hier zu kommen, war es ein Fall gewesen. Die Jungen mussten Twisted und Perverted betreten haben. Wie kommt er da drauf? So kann man, darauf kann man auch beim ersten Mal. Ich habe jetzt in dem Interview rausgefunden, dass er nicht in Paradise Beach war. Aber, naja. Sie haben das auch jetzt gar nicht... ach, guck mal, was haben wir hier? Nochmal? Das habe ich doch schon. Gut, okay. Kann ich nicht... Nein, ich muss es. Leider ist diese Welt wohl nicht ausgearbeitet. Das heißt, ich kann hier nicht ein bisschen harmlosen Erwachsenenspaß haben. Klar, sonst wäre das Spiel ja auch ab 18. So, bumm, gehen wir in Twisted and Perverted. Und die Welt kenne ich schon ziemlich gut. Ich brauche nicht. So. Wir fangen an, Spielregeln herunterladen. Gehen. Ende. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nichts. Nichts. Da ist ein Einhorn. Da ist ein Einhorn. Einhorn machen wir später. Ah, hier, hier, hier. Genau. Hey, bist du. Hey. So, ich will ja. Ich will anmerken, dass ich weder etwas in dich reinstecken will, noch etwas aus dir rausziehen will, so wie diese Perversling. Ich bin nicht so. Du scheinst die einzige normale Person in diesem ganzen Zirkus zu sein und ich habe da ein heikles Problem. Sehr heikel, das möchte ich nur anmerken. Ich bin auf der Suche nach meiner Frau. Aha. Dann sag mal. Wieso haben wir denn fest? Kannst du ja. Mann, ich habe mein eigenes Problem, meine Ehe ist im Arsch, die grundlegende soziale Eckpfeiler. Meine Frau macht, was sie will. Aha, dann sag mal. Also was ist das jetzt für eine Sache mit deiner Frau? Ich stehe seit einer Stunde hier rum und kann Ronda nirgendwo finden. Gleichzeitig weiß ich, dass sie mich betrügt. Hm? Komm, ja, kommen wir zur Sache. Ich bin ein Game Deck. Ich will etwas über deine Frau wissen und nicht, was du zum Frühstück hattest. Alias, wie heißt du? Horny. Willst du mir helfen? Ja. Gut. Danke. So. Dann lass eine Frau fragen. Skin. 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 Meinst du etwa Haut? Ja, sie trägt also noch, also auch noch fremde Haut. Nein, Skin. Spielavatar. Ha? Ihr wisst das. Ich weiß das. Er ist ein bisschen doof. Ja, ja. Gut, ja. Vorlieben? Ja. Seltsame Dinge. Grenzen überschreiten. Super. Mhm.
Alles mit allem. Alles mit allem und allem. Genau, ja, Preis. Ich bin Gameback, verstanden. Ich arbeite nicht umsonst. Verdammt, ich bin gerade erst knapp bei Kasse. Vielleicht können wir uns irgendwie arrangieren. Was hast du denn anzubieten? Ich kenne Harvest Time. Gut, es gibt dort Lücken im Code. Ich kann jetzt sagen, wie du sie ausnutzen kannst. Gut, angenommen. Ich wusste, würde irgendwie gut sagen, es ist genügt. Ermitteln? Vielleicht irgendwas mit Ronald zu tun? Gott, ich möchte nicht einmal darüber nachdenken. Ermitteln. Ich bin jetzt überladen, ich muss wissen, was mit dir passiert ist. Na? Ne, er macht es nicht gut gehen. So, dann haben wir hier schon mal Bob Sappers Problem lösen. Wer ist das? Ah, ja, ja. Sag hallo. Mia, der Scheißhaufen hat es sich mit dem Boss verscherzt und jetzt sind sie hinter ihm her. Wenn wir ihn erwischen, können wir uns endlich Louis Vivant Skins leisten. Aha. Wie finden wir ihn? Er ist irgendwie verschwunden. Sehr schönes Duo. Egal, machen wir uns an die Arbeit oder sie werfen uns aus der Gilde. Hallo? Yeah, Cowboy ohne Hut. Das muss ja wirklich wichtig sein, um das Wachstum zu erbrechen. Infotainer, flirten. Ich habe gehört, wie ihr über Skins gesprochen habt. Ihr habt einen erlesenen Geschmack, das ist ja selten. Skins der Marke Vivant, unglaublich. Die meisten merken den Unterschied nicht. Sie denken, eine nackte Brust oder mal ein Peitschenhieb reichen aus. Es ist nicht nur das Aussehen. Die Skins haben anpassbares Blut. Man kann sogar Geruch oder Geschmacksrichtung wählen. Ah. Habt ihr schon jemanden mit so einem Skin gesehen? Ja, aber noch nie gekostet, aber probiere ich bald. Hier war ein besoffener Junge namens Tu Hai Bei und er wird leicht auszunutzen sein. Ah. Kommen wir erstmal Bob Zapp. Horny. Horny, Horny. Ach, Süßer, bei der hast du keine Chance. Die ist zu attraktiv für dich. Wo ist sie denn? Süße, lass mich einfach wissen, wo ich sie finden kann. Dann kann ich selbst entscheiden, wie attraktiv ich bin, hm? Wow, du bist empfindlich. Ich bezweifle, dass du mit ihr rumhängen willst. Das ist ein total Psycho. Sie ist seine Zeit nicht wert. Normalerweise hängt sie mit zwielichen Typen in der Gasse rum, aber es ist nichts für dich, glaub mir. Außer du stehst auf fast illegales Zeug. Ja, dicker Fisch. Dicken Fisch. Hm. Wo hast du es gehört? Ja, woher weißt du das denn? Er hat es belauscht. Ist ja gut, ja. Gilde gesagt. Da stimmt doch was nicht. Hallo. Die Horngilde in Knallskull. Hast du dich jemals gefragt, wer der Sinn menschlicher Existenz ist? Ah ja, genau. Hast du dich jemals gefragt, ob es eine höhere Macht gibt, die alles denkt oder ob die Realität wirklich so ist, wie wir sie wahrnehmen? Hui. Ich wollte mir über die Sektenwerbung nichts anhören. Natürlich kann jeder intelligente Mensch von meinem Leben an nach einem Sinn zu suchen. Wie seid ihr zur Gilde gekommen? Genau. Nur prominente Leute, nicht mehr, nicht weniger. Okay. Ermitteln. Genau. Nach Fredo. Ja, genau. Zack. Rotweiler Skins. Genau. Ah, dieser Junge, ja. Wer bist du? Genau. Infotainer natürlich. Zack. Ich bin ein verwandernder Technopriester Rajins, dem Donnergott. Der Junge wollte, dass ich ihn erleuchte, damit er eine höhere Ebene erreichen kann. Sehr kreativ. Ich habe noch andere Kunden, die Kaminari-sama begegnen möchten. Also habe ich nicht viel Zeit. Ihr versteht das, oder? Oh mein Gott, kannst du es auch erleuchten? Flirten? Mädels, wenn mein Job erledigt ist, will ich euch bis zur Ekstase erleuchten. Übergang zu einem höheren Bewusstsein ist garantiert. Eklig. In der Zwischenzeit benötige ich weitere Informationen über den Jungen und die Zeit läuft uns davon. Der Junge ist definitiv dieser Partytyp, der an den Toren war. Sein Name war Tuya Bay. Sein Kumpel hieß Flapdoodle. Wirklich. Dieser Tunnel war, wer auch immer, behandelte den anderen wie Dreck und nervte alle Anwesenden. Bring ihn zu uns, wenn du ihn findest. Okay. Aber sicher, meine Damen. Horngilde? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Genug gehen. So, machen wir hier Schlussfolgerung. Da waren wir doch schon. Aha. Fredo könnte. Was nochmal was? Fehlernamen Tuya Bay natürlich, klar. Aha.
Was ist das? Also haben wir schon, ja, sehr gut. Was? Toya B, ja. Gut. Zurück. Mhm. Ne, jetzt geht's wieder. Ermitteln. Ist ja. Genau, was ist passiert? Also das letzte Mal, ja. Wir haben gesehen, wie er irgendeinen Tussi begrapscht hat. Keine Ahnung, warum er sie toll fand. Sie sucht nach einem privaten Ort. Handgilde? Ah ja. Gilde hat irgendwelche. Ja. Würde eure Gilde bemerken, wenn ein Spieler einen sehr teuren Skin trägt? Klar, aber Geld ist nicht alles. Gilde nicht nur. Sie gibt vor allem. Genau. Du hast es schön auf den Punkt gebracht, Schwester. Wir grüßen alle verlorenen Seelen in unseren Reihen. Was bietet eure Organisation diesen verlorenen Seelen? Die Wahrheit, süßer. Wahrheit? Welche Wahrheit geht's? Um die Realität des Lebens an sich und den Sinn des Daseins. Darum, dass nicht so ist, wie es scheint, in der Existenz des Göttlichen. Es geht darum, dass das Leben mehr ist als Spielen, Schlafen, Scheißen und Konsumieren. Hm. Wir sind keine weitere Techno-Glaube. Die Horngilde erforscht die Realität hinter den Grenzen des Geistes und so weiter. Machen wir mal Schlussfolgerung. Friede begangen. Gucken wir doch mal. Ja, wahrscheinlich hier mit der Gilde, ne? Gucken wir doch mal. Treffen. Jawohl. Die Gilde. Zack. Haben wir noch nichts. Okay. Wer leitet denn Gilde? Hey, warum sprichst du von ihm? Etwas frauenfeindlich, oder? War erst vergessen, die erste Regel Gilde ist. Ach, scheiß drauf. Warum willst du das wissen? Niemand kann so einfach beitreten. Richtig. Unser Boss sucht sich persönlich aus, wenn sie rekrutiert. Was kannst du ihr anbieten? Ich bin geschäftlich hier. Ja, geschäftlich. Ich bin eine bekannte Persönlichkeit. Okay. So, und ermitteln? Nein, geht nicht. Gut, dann ist jetzt Ende. Super. Ich glaube, das habe ich ziemlich verkackt. Was bist du? Kenzu. Hallo. Ich werde dir eine Frage stellen. Denk ausgiebig nach, bevor du antwortest. Bist du ein verdammter Troll? Ich bin doch in Lost City aufgewachsen. Ich dachte, ich hätte die Sitten der unteren Gehbrücken längst abgelegt, aber offenbar. Du hast gerade einen Freund gefunden. Mhm. Was ist mit Bob Saps Frau? Das war für mich viel Talente, Game. Was steht das noch in dir? Vielleicht kannst du noch gut kochen und sammelst Perlen. Ich habe dir doch gar nicht gesagt, dass ich Game Deck bin. Kann ich noch irgendwas. Nein? Nein? Ich krieg immer nur davon. Gut. Tut mir leid, mach nur Scherze. Hat dein Klient in irgendwelche Details erwähnt? Alias? Horny. Ja. Es gibt hier eine solche Frau. Horny. Nördlich U-Bahn-Zugang. Okay. Tuham B. Ich suche nach einem Spieler namens Tu Hai Bei. Schon mal den gehört? Ja, ich habe davon gehört. Offenbar war er auf der Suche nach einem abgeschiedenen Ort für sich und sein Mädchen. Es gibt eine Gasse, eine Sackgasse. Das heißt, ihr würden seltsame Dinge zutragen. Okay. Mhm. Ja, komm. Partner, komm mit. Ja, klar. So, gut. Hier ist nichts. Wenn du die Wahrheit nicht folgst, wirst du nie ganz frei sein. Begreifst du das? Ich denke schon. Es freut mich. Ich finde, wir sollten unser Gespräch nochmal in einem privaten Ort fortsetzen. Zuhören? Gib mir den Kontakt. Details, treffen uns im Realium und reden weiter oder näher. Gut, ja. Hey, möchtest du einen Zaubertrick sehen? Was? Einhorn. Mit umgeschnallten Horn. Was soll die Scheiße? Entsprechendes Pferd?
Bitte, ich bin ein Einhorn. Aha. Was? Nur ich. Ein Einhorn ist Zaubertricks kann, willst du sehen? Du wirst uns sowieso nicht in Ruhe lassen, oder? Erst wenn ihr meinen Zaubertrick gesehen habt, kommt, wählt eine Karte. Ich will den sehen. Großartig. Das ist kein Trick, das ist ein verdammter Exploit von deinem verdammten Troll. Alle weg. Habe ich jetzt nochmal was gekriegt? Ja, noch einen davon, das nützt alles. Ah, nee, doch. Ich brauche so ein Puzzleteil. So, haben wir noch wen? Da ist nichts mehr. Das ist ein Auto. Eine riesige Bestie, vermutlich gepanzert. Okay. Starker Motor, verstärktes Chassis, er war auffällig. Ich war allerdings nicht sicher, was der ganze Trubel sollte. Stark, ja, genau. Okay. Naja, ist ja gut. Ja. Mhm. Wer bist du denn? Umbraptar. Sex oder Bedeutung? Das ist auch nicht unhübsch. Aber halt, naja, zu comic-mäßig. Wie bitte? Nur zwei Arten von Menschen spielen dieses Spiel. Einige suchen Vergnügen, wollen sich ausprobieren, wollen überrascht werden. Der Rest ist so gelangweilt von ihrem Leben, dass sie sich alles dafür tun, etwas zu fühlen. Ich helfe allen von ihnen. Mhm. Ich suche nach dem Gildenleiter. Was, wie ich ihn finden kann? Ja. Der Gildenleiter hat sich angeblich für einen neuen Spieler interessiert. Diesen Spieler suche ich auch. Dann hat dein Spieler Glück. Wenn er sie getroffen hat, wird der Neuling sich noch lange daran erinnern. Mach keine Sorgen. Beeindruckt mich oder vielleicht eigentlich ein Treffen mit zwischen dir und dem Gildenleiter an einem privaten Ort. Dann wirst du es sehen. Mhm. Können wir Schlussfolgerung machen? Wer leitet die Gilde? Komm, hin, oder? Wir machen weiter. Fragen, ob sie mit anderem hilft, ja. Ihnen ist Bedeutung, nur dort zu finden, wo man sie sehen kann. Es ist leicht, glückliche Menschen zu treffen, aber sie kommen nicht an diesen Ort. Unsere Gilde vermittelt Wahrheit, wir lernen, worum es im Leben wirklich geht, aber den Geist ist verschlossener als eine Konzerndatenbank. Rolle von Sex. Genau. Du hast erwähnt, du würdest Menschen helfen. Manchmal bin ich gut drin, aber bezahlt, dass du für einen geeigneten Partner bist, ja. Ich probe mal, wer war hier? Wem? In jedem Hof war sie mit einer anderen Person zu sehen. Nur ein Foto zeigte, wie sie irgendeinem Kerl Befehl erteilte. Ramon. Interessanterweise hatte alle ihre Gefährten exklusive Skins. Ihr letzter Gefährte war ein Tuhei Bay. Das weiß ich, wer das war. Mhm. Ich suche nach Fido. Mhm. Ich glaube, sie ist es. So, also machen wir die Schlussfolgerung, dass sie es ist. Ich weiß, dass du leider in der Gilde hier vor Ort bist. Und ich weiß, dass du ein Game-Deck bist, der nach dem Spieler sucht. Aber verdienst du meine Aufmerksamkeit? Du weißt also, nach wem ich suche. Großartig. Wo kann ich sie finden? Hä? Denkst du, diese Welt existiert nur, um deine Fragen zu beantworten? Tu etwas für mich und ich verrate dir vielleicht, was du wissen willst. So. Was brauchst du? Zähl dich aus. Langsam. Mach ich. Für meinen Job tue ich alles. Aber ich bin auch noch hier. Wow. Warte, so läuft das hier nicht ab. T&P ist... In T&P, also Twisted and Perverted, ist Zeremonie wichtig. Entspann dich, lebe deine Fantasien aus. Ich zeig dir, wie ihr folge mir zur Gast und spiele mit mir Nachbarn, wo ich frage. Klar, machen wir. Jetzt wird's ja doch sexy. Hm? Ich warte hier. Bin ja gespannt. Sie will mich nackisch. I knew you would come back. They always do.
Ich suche, ja. Du musst gar nichts sein, wir stehen hier nicht mittelbar. Wenn du mir gehorchst, ziehe ich in Erwägung, dir zu antworten. Ja, komm. Doch. Okay. Das sind die Spiele, auf jeden Befehl, die du gehorchst und jede Frage, die du ehrlich beantwortest.